hätte selber niemals gedacht, dass ich jemals so ein Video auf diesem Kanal drehen werde. In diesem Video beantworten wir euch einige Fragen. Unter anderem, wie hat sich Deutschrap für unser Kanal entwickelt? Macht es überhaupt Sinn, diesen Kanal so in der Form weiterzuführen? Und in welcher Form können wir diesen Kanal optimieren? Vor 4 Jahren haben wir diesen Kanal gegründet. Auf diesem Kanal haben wir nicht nur die ganzen Künstler unterstützt. Natürlich haben wir versucht, unsere Reichweite dafür zu nutzen, um neue Künstler zu unterstützen. 3 Jahre lang hat man uns YouTube-Partnerprogramm verweigert. Dann letztes Jahr die Überraschung, wir kamen in das YouTube-Partnerprogramm und haben weiterhin keinen Cent verdient. Nicht nur, dass die ganzen Künstler, die Unternehmen alle unsere Videos geclaimt haben, sondern auch, dass irgendjemand die Arbeit gemacht hat, jedes einzelne Video sogar manuell zu claimen. Haben uns die Charts was gebracht? Nein. Kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wir sehen jede Woche hunderte von Kommentaren, warum ist dieser Künstler dort? Was hat überhaupt dieser Künstler in diesen Chart zu suchen? Natürlich lesen wir alle diese Kommentare und denken uns dabei, ja, wir sind eurer Meinung, aber was können wir dafür? Deutschrap ist nicht mehr das, was einmal war. Und das liegt nicht nur daran, dass die Musik sich nicht nur verschlechtert hat, sondern die guten Künstler sich für andere Sachen eher interessieren. Das können wir auch nachvollziehen. Die bringen andere Produkte auf den Markt. Was heißt das jetzt für den Kanal? Wer den Kanal aktiv verfolgt, hat bestimmt schon gemerkt, dass wir in Community-Funktion seit circa 4 Monaten jede Woche 3 weitere Videos posten für die Leute, die sich für Sport interessieren. Ich möchte kurz anmerken, dass ich normalerweise gar nicht die Zeit habe, mich vor einer Kamera zu setzen. Aber wir müssen gucken, wie wir diesen Kanal gemeinsam retten können. Diesbezüglich habe ich jetzt was vorbereitet. Vielleicht können wir gemeinsam die Punkte durchgehen und ihr könnt entscheiden, was für euch überhaupt interessant ist. Nicht wundern, ich bedanke mich erstmal, dass du bis hier dran geblieben bist. Das Thema Deutschrap-Charts, das Thema Kanal, wie geht's weiter, würde dich wahrscheinlich auch interessieren. Bevor ich zu mir komme, hier unser Kanal Deutschrap-Charts-TV. Ihr wisst, dass wir seit 4 Jahren versuchen, beste Content hier auf diesem Kanal zu bringen. Fakt ist einfach, ich zeige es auch, dass wir mit keinen der Videos Geld verdienen, mit keins der Videos. Vor 9 Monaten haben wir die Monetarisierungsbestätigung erhalten. Das war jetzt vor 9 Monaten. Nach 3 Jahren konnten wir monetarisieren und wir haben in den letzten 365 Tagen haben wir verdient mit diesem Kanal 9,94 Euro. Super, sehr gute Werte. Ihr seht, das bringt uns wirklich keinen Cent. Dieser Kanal ist nicht okay. Ich habe gelogen, es hat uns 10 Euro in einem Jahr gebracht, ja. Das ist doch wunderbar, dass wir monatlich ca. 80 Cent bekommen haben. Naja, egal, deswegen haben wir Folgendes gemacht oder ich habe Folgendes gepostet. Das ist eine Reihe von Videos, in dem ich mich am besten identifizieren kann, aber ich werde euch das gleich nochmal erklären. Kurz zu mir. Ich bin im Hintergrund mit vielen Influencer tätig. Ja, ich mache viele so Vermittlerarbeiten. Zudem kennt man mich auch im Internet unter verschiedenen Namen, ob das jetzt nun Unterhaltungsamt ist, Itimat ist, Balamage ist oder Trust Us Sports. Hier, Balamage, hier versuche ich meine Musik ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Ist Hobby, ja. Es ist natürlich am Anfang so, dass ich auch verschiedene andere Videos versucht habe auf dem Kanal. Läuft dementsprechend auch ganz gut. Ihr habt gesehen, ich habe auch mal hier Trailer, ein paar andere Gaming-Spiele mal ausprobiert. Ist ein türkischer Kanal, da werdet ihr nicht viel davon verstehen. Hier, das ist Itimat, da tut mein Cutter, ja, die TikTok-Trend-Videos hochladen. Ja, das ist auch schon locker 4-5 Jahre her. Ihr seht, es gibt Videos, die haben mehrere 100.000, 200.000, 300.000, sogar 500.000 Aufrufe. Aber das sind halt nur die TikTok-Trends. Zudem hier Unterhaltungsamt, da tue ich viele, viele Streaming-Highlights, weil ich einmal in der Woche, manchmal so einmal in 2 Wochen, einmal in 3 Wochen, kommt auf die Zeit, ein bisschen streame. Habe ich den Leuten gezeigt, wie ich so nebenbei Geld verdiene, steuerfrei. Und das ist das Thema, was ich gleich auch noch ansprechen werde. Dann haben wir noch hier Trust Us Sports. Der hat eine geringere Reichweite. Wir sind jetzt knapp bei 5000 Leuten in der Telegram-Gruppe, aber ist am effektivsten. Warum, sage ich euch auch. Ich bin einer, der sich sehr viel mit Sport beschäftigt, ja, auch mit Fantasy Sports. Dazu komme ich kurz auch noch gleich. Und ich habe nachweislich, und das ist wirklich jetzt nicht irgendwie so Gelabere, ich habe das alles natürlich vorher gepostet, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in einem Jahr circa 8-mal die 10.000 Euro offiziell im Stream so erreicht, ausgezahlt. Das habe ich natürlich alles auch den Leuten gezeigt. Und da man nicht immer im Stream dabei sein kann, nicht immer bei den Spielen, die ich gepostet habe, dabei sein kann, habe ich in diesem Jahr über die EM eine Videoreihe gemacht. Aus den 20, ungefähr 23 Videoreihen haben wir einen Netto-Reingewinn von über 1200 Euro erzielt.
damit ich das nochmal den Leuten zeigen kann, worauf ich achte und wie ich tippe. Nachdem wir das beendet haben, habe ich natürlich beschlossen, die weitere Videoreihen in dieser Telegram-Gruppe zu posten. Und da haben wir hier zu sehen eine Champions League Europa League Quali Videoreihe. Das wird auch über die komplette Champions League Europa League bis ins Finale gehen. Haben wir aktuell einen Reingewinn von über 1200 Euro. Auch mit Einsatzvorgaben, auch mit Tippvorgaben, klar. Und separat, weil ich auch eine kleine Community habe, das nennt sich Supportergruppe Ultras mit ca. insgesamt 1000 Leuten. Da haben wir hier eine Videoreihe für die Supporter und jetzt eine geschlossene Gesellschaft auch vorbereitet. Bei der Videoreihe Supporter machen wir Low-Budget-Aufbau. Bedeutet, wir spielen jeden Tipp, den ich vorgebe, mit maximal 25 Euro an. Stehen aktuell bei über 270 Euro Reingewinn. Und mit der geschlossenen Gruppe haben wir es geschafft, gestern endlich nach 3 Videos oder so oder 4 Videos auf plus minus 0 zu kommen. Weil wir haben natürlich auch mal Komfort verloren. Aber mittlerweile sind wir jetzt bei plus minus 0, haben unseren gesamten Einsatz raus. Und mit dem nächsten Win oder nächsten Sieg werden wir dann im grünen Bereich sein. Zudem habe ich die ganzen Kanäle, das heißt auch die Kanäle, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe, in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, kommt alle, wer Interesse daran hat, in die Telegram-Gruppe. Das ist auch das Stichwort, womit ich auch weitermachen möchte, ob vielleicht neben den Charts, den wir jede Woche aktuell bringen, das wäre dann halt nur für euch, weil ihr dementsprechend den Kanal abonniert habt, ja, Deutsche Charts, dass ihr auch die Charts auch weiterhin bekommt. Wir sehen aber einen Abwärtstrend, heißt, da der Hype um Deutschrap gar nicht mehr da ist, merken wir, dass die Leute auch deabonnieren. Ich vermisse wirklich die alten Zeiten. So, was ich euch vorschlagen kann, ja, was ich euch empfehlen kann oder was ich euch vorschlagen kann, da ich sowieso jetzt eine Videoreihe weiterleite auf Trust Us Sports, kann ich auch gerne im Bereich Sport, Sportwetten auch hier posten, wenn das überhaupt in eurem Sinne ist. Muss nicht sein. Ja, wir können auch weiterhin einmal die Woche Deutschrap-Charts bringen, auch wenn dieser Kanal uns gar nichts mehr bringt. Wir haben einen Abwärtstrend, das habe ich eben schon erwähnt. Die Abos sind da und deswegen möchte ich mich nochmal ein Danke an alle, die auf Ehrenbasis ein Abo dagelassen haben, auch wenn die diese Videos auch kaum schauen. Ja, das ist uns bewusst. Und wir möchten uns wirklich, wirklich an alle bedanken, die auf Ehrenbasis Abo dagelassen haben. Natürlich möchten wir noch in Zukunft den Part 2 im Bereich die besten Diss-Tracks noch hochladen. Das war noch in Planung. Wir haben viele Kommentare gesehen, die auch schon gelistet haben. Die werden wir natürlich noch in Erwägung ziehen. Sonst können wir weiterhin einmal die Woche die Deutschrap-Charts bringen. Oder wir lassen diesen Kanal einfach so stehen. Weil wirklich, wenn wir in einem Jahr 10 Euro verdienen, aber wir haben überhaupt keinen Vorteil und wir sehen nur den Abwärtstrend, dann macht es wirklich keinen Sinn, einen Kanal hier versuchen auf Krampf aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt unsere Entscheidung, die wir gemeinsam mit den Kollegen getroffen haben. Entweder wir geben euch noch einen weiteren Content mit, das heißt Deutschrap Charts TV kann ja noch als Name bleiben. Aber wir werden euch dann eine gewisse Videoreihe im Bereich Sport vielleicht noch präsentieren, weil in dem bin ich wirklich überzeugt, dass ich da was leisten kann. Oder wir lassen es wirklich entweder komplett sein oder einmal die Woche noch nur für euch die Deutschrap-Charts. Aber nur noch wirklich für die 100.000, die jetzt noch auf diesem Kanal abonniert haben. Ja, erstmal danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Lasst gerne ein Abo da. Könnt auch gerne jetzt bewerten. Mit Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ihr könnt entscheiden in den Kommentaren, was ihr möchtet. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu äußern, wie es überhaupt weitergehen sollte im Bereich Deutschrap. Dementsprechend können wir natürlich gucken, dass wir hier euch den besten Content weiterhin liefern. Aber sonst, wie wir es auch schon erwähnt haben, macht es wirklich für uns keinen Sinn. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns entweder in der Telegram-Gruppe auf Trust Us Sports oder auf Unterhaltungssam, keine Ahnung, ihr könnt gerne entscheiden. Und bis zum nächsten Mal.